Du hast die Peitsche erhalten. An ihrer Spitze befindet sich eine magische Lichtkugel, die an den unterschiedlichsten Dingen haften kann. Drücke Z, um ein Ziel anzuvisieren und bewege die Wii-Fernbedienung ruckartig, um deine Peitsche zu schwingen. Und damit willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword für die Nintendo Wii. Das letzte Mal haben wir das Höhlenheiligtum betreten, haben dort die ersten paar Rätsel gelöst und haben bereits unser Dungeon-Item erhalten, nämlich die Peitsche, mit der wir jetzt verschiedene Dinge mehr machen können, die uns vorher verwehrt waren, wie es halt mit so einem Dungeon-Item ist. Die Peitsche können wir, wie schon beschrieben, auspacken und Gegenstände anvisieren, zum Beispiel dieses Ventil mit Z. Und wenn wir dann die Remote entsprechend schwingen, können wir die Peitsche da quasi ranhaften und mit einer Ruckbewegung dann wieder zurückziehen. Damit können wir zum Beispiel diese Schalter aktivieren. Dieser im Speziellen eröffnet uns jetzt wieder einen Weg zurück. Wir könnten jetzt theoretisch die ganzen anderen Schalter hier in dem Raum aktivieren und ganz nach oben gehen. Allerdings bringt das überhaupt nichts. Deshalb verlassen wir einfach wieder das Innere der Steinstatue und gehen wieder zurück in den Zentralraum, denn hier gibt es jetzt tatsächlich ein bisschen was für uns mehr zu erkunden, jetzt da wir die Peitsche in unserem Inventar haben. Schauen wir mal weiter. Wir wollen jetzt als nächstes erstmal hier nach oben, denn dort befinden sich diese Ranken, Pfeiler, Äste, was auch immer. Da können wir uns mit der Peitsche ranhängen und rüberschwingen. Auch ganz nett. So eröffnen sich natürlich uns neue Wege. Hier drin haben wir einen Raum, da werden wir später noch reinkommen. Da kann ich im Moment leider nicht viel machen, denn wie man sieht, der Weg ist so ein bisschen versperrt. Soll aber auch gar nichts machen. Ich packe die Peitsche weg, schau mal, ob hier was im Gebüsch ist. Ein Rubin und öffne die nächste Kiste, in der sich befindet unsere Dungeon-Karte, die nicht wirklich wichtig ist, muss ich ganz ehrlich sagen, in diesem Dungeon. Denn man sieht schon, er ist echt nicht groß. Nein, ich wollte dich nicht... Nein, geh weg, fei. Hau ab. So, man sieht schon, wir haben hier noch einen Raum, hier noch einen Raum. Wir haben ein Untergeschoss mit einem großen Raum sozusagen und das war's. Dafür gibt es in allen Räumen hier mehr als genug zu tun, kann man so sagen. Als nächstes wollen wir hier wieder ins Wasser springen und wollen hier in Richtung dieses Lilienblatts schwimmen. Wenn Link dann mal nach oben taucht, so, vielen Dank. Dort können wir nach oben klettern, können auf das nächste springen und können auch wieder mit unserer Peitsche diese Seerose anvisieren und umdrehen. Das ist später natürlich auch noch ein zentrales Rätselelement, kann man sagen, wie man es ja von Zelda kennt. Außerdem können wir weit entfernte Schalter damit aktivieren, an die wir sonst nicht rankommen würden. Mit diesem Schalter im Speziellen stellen wir den Wasserfall ab. Und wir sehen schon unten dieser kleine Fischkopf, der ist jetzt frei. Das heißt, da können wir tatsächlich durchschwimmen. Und genau das will ich auch tun. Auf der anderen Seite, wenn ich dann irgendwann mal ankomme. Okay, wunderprächtig. Oh, das hat sogar relativ gut gepasst jetzt mit dem Sprung. So, die schauen wir noch weg. Du bist keine große Gefahr. Kommen wir hier aus diesem großen Fischmaul raus. auf der Rückseite haben wir noch eine kleine Kiste. Da sind, denke ich, 20 Rubine drin, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Jo, 20 Rubine. Ganz nett. Kann ich gut gebrauchen, nachdem ich so viel verspielt habe und ausgegeben habe und bäh. Und wir sehen eine versperrte Tür. Tja, da kommen wir leider nicht weiter. Natürlich kommen wir da weiter. Wir können nämlich auch die Peitsche durch die Gitterstäbe verwenden und können diesen Hebel hier aktivieren. Damit kommen wir in den nächsten größeren Rätselraum. Du da bist, glaube ich, sogar mit nur einem Schlag außer Gefecht gesetzt. Jo, gar kein Thema. Euch, weg, husch, aus. So, oh, Glipper. Nehme ich gerne mit. Ich habe wahrscheinlich schon eh viel zu viel fürs gesamte Spiel. Na, obwohl, na, habe ich schon Items mit Glipper aufgewertet? Ich glaube, ja. Ich denke nämlich, eigentlich hatte ich mehr gehabt. Wie auch immer. Wir haben hier einen Riesenglibber. Du lässt mich in Ruhe. Oh, ich habe den Schmetterling gekillt. Aber das kennt man ja schon. Hier haben wir jedenfalls ein paar Schmetterlinge. Da können wir natürlich wieder schön Musik machen und eine Wand aktivieren. Schauen wir doch mal, was wir dieses Mal zeichnen.
Das letzte Mal hatten wir, glaube ich, den Rubin und ich gehe mal davon aus, dass wir wieder den Rubin zeichnen. Wir könnten allerdings auch, das erkläre ich mal ganz kurz, wir könnten noch ein Herz zeichnen, dann bekommen wir eben Herzen. Wir könnten ein Triforce zeichnen, dann bekommen wir drei Feen, was ich noch nie wirklich geschafft habe. Wir könnten einen Kreis zeichnen, dann kriegen wir Bomben. Und wir könnten einen Pfeil zeichnen, dann kriegen wir Pfeile, die wir allerdings noch nicht verwenden können. Sollten wir das Gemalte irgendwie verkacken, kriegen wir einfach nur drei Herzen. Ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Rubin. Oder bei etwas, was wie ein Rubin aussehen soll. Jawohl, hat funktioniert. Gibt sogar recht viele. Das ist sehr schick. Die nehmen wir gerne entgegen. Ich muss dazu sagen, ich habe es noch nie wirklich geschafft, da ein gescheites Triforce-Symbol anzumalen. Da bin ich einfach zu zittrig mit der Wiimote wahrscheinlich. Deshalb lasse ich das lieber bleiben, sonst kriege ich immer nur drei Herzen. Hier können wir uns rüberschwingen und nach oben klettern. Da haben wir noch ein paar von den Pflanzen. Die sind keine große Gefahr mehr für uns. So. Und hier haben wir so einen lustigen, sich drehenden Pfeiler. Da können wir uns ranhängen, wie man sieht. Und können dann ein bisschen nach drüben klettern. So. An dieser Plattform können wir uns kurz ausruhen. Das ist auch eine Art Checkpoint, kann man sagen, falls man hier in die Tiefe fällt. Denn wir haben da unten wieder so einen lustigen Bogenschützen, der natürlich nichts Besseres zu tun hat, als uns von diesem Pfeiler zu ballern. Und meistens ballert er uns direkt in den Abgrund. Hier drüben haben wir einen Schalter, den wir nur sehr schwerlich erreichen würden, wenn wir unsere Peitsche nicht hätten. Das heißt, wir schwingen uns hier an diesen Ast und schwingen uns dann mithilfe der Peitsche in Richtung des Schalters, springen dort ab und hängen uns an den Schalter ran. Somit öffnet sich diese kleine Tür. Wir können hier wieder loslassen, wieder nach oben klettern und können das Ganze wiederholen. Nur springen wir das nächste Mal dann natürlich entsprechend an die Wand. Jetzt möchte ich mich allerdings erstmal um diese Spinne hier kümmern, denn die nervt mich ansonsten nur. Nein, das war der Krug. Den brauche ich hier nicht. So. Okay. Und so, Es würde, denke ich, theoretisch reichen, wenn man einfach hier sich ranschwingt, gleich vom höchsten Punkt in Richtung ungefähr der Ranken springt. Allerdings war mir das jetzt einfach ein bisschen zu unsicher. Und machen wir es lieber gemächlich. So. Und du? Nein. Und du? Wunderbar. Hier haben wir wieder eins von diesen Ventilen, Schaltern, was auch immer, die wir schon mal gesehen haben. Die aktivieren wir ganz einfach. Und damit aktivieren wir die Klospülung des Höhlenheiligtums, kann man so sagen. Damit öffnet sich dieser kleine Strudel, in den wir jetzt einfach reinhupfen können und können uns hier in die Tiefe saugen lassen. Ob das natürlich jetzt allzu gesund ist, sei mal dahingestellt, aber zumindest bringt es uns weiter im Dungeon. Dort möchte ich jetzt als erstes, denn ich habe da gerade einen Bernsteinhalbmond gesehen, den will ich natürlich haben. Den nehmen wir uns mit. Und dürfen uns nochmal angucken, dass das ein Bernstein-Halbmond ist, was ich niemals erwartet hätte. Den habe ich ja noch nie gesehen hier in diesem Spiel. So, und hier haben wir wieder ein paar Skulltulas, die wir ausschalten möchten. Das werde ich jetzt gerade mal tun. Zuerst stirbst du. Und wir sehen schon, diese eine Skulltula kann auch die Seerosen umdrehen. Das ist ganz interessant, nämlich speziell für diese dritte hier. Denn dadurch, dass sie diese Rose umdreht, können wir hier hindurch schwimmen. So. Und jetzt schwimmen wir hier durch. Und hier haben wir schon wieder eine verschlossene Tür. Dabei habe ich gesagt, es gibt nur einen Schlüssel. Oh mein Gott, wir sind verloren und wir können nicht mehr zurück. Ja, das Spiel vorbei. Das war's. Ende. Natürlich nicht. Das wäre ja auch totaler Schwachsinn. Es gibt tatsächlich noch einen zweiten Schlüssel, an den hatte ich ernsthaft nicht gedacht, als ich das vorhin mit dem, beziehungsweise im letzten Part mit dem ersten Schlüssel gesagt habe. Und dieser zweite Schlüssel hängt offensichtlich am Gürtel dieses kleinen Gesellen hier. Das heißt, den nehmen wir ihm einfach mal ab. mit unserer Peitsche. Denn wir können tatsächlich auch verschiedene Gegenstände unseren Gegnern abnehmen. Es gibt zum Beispiel auch diese
ja, diese Goblins, beziehungsweise ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig, wie sie heißen, die diese Hörner haben, mit denen sie Verstärkung rufen, und auch diese können wir ihnen klauen. Und wir schauen uns hier ein bisschen um und sehen, ui, da sieht ziemlich furchteinflößend aus. Da ist allerdings eine weiße Kiste. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. In der Nähe befindet sich eine große Schatztruhe. Nein, das hätte ich fast nicht gesehen mit meinen Augen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich darin der Schlüssel befindet, dir das Tor im oberen Teil, das ja, was auch immer. Wir kümmern uns jetzt noch einmal um den kleinen Au, das tut weh, Mann. Stirb. So. Hat er was für mich? Einen blauen Rubin. Immerhin was für meine Mühen. Und hier können wir erstmal nicht viel mehr machen. Das heißt, wir lassen uns einfach hier wieder raussaugen. Und kommen dann wieder im oberen Teil, im etwas freundlicheren Teil des Dungeons raus. Denn im Untergrund, beziehungsweise, ja, scheint wohl die Kanalisation zu sein. Da ist es mir dann doch ein bisschen zu unangenehm. Allerdings müssen wir natürlich nochmals dahin. Diesen Schalter hier können wir aktivieren und damit öffnen wir dieses Gatter. Das haben wir von der anderen Seite schon mal gesehen. Da konnten wir vorhin nicht durch. Hier ist quasi die Kiste mit der Karte. Jetzt können wir hier jederzeit hin und her laufen. Allerdings wollen wir das gar nicht mal so sehr tun. Denn wir wollen lieber hier aus dem Wasser hüpfen. Und voll daneben hüpfen. So. Haben wir hier was? Rubine. Ein bisschen Geld wäre nicht schlecht. Nee, okay, gut, dann halt nicht. Hier sehen wir schon wieder eine Seerose, die wir umdrehen können. Das wollen wir auch tun. Außerdem befindet sich hier an der Wand nochmal so eine kleine Spinne. Und ich müsste mir eigentlich echt mal wieder Dekokerne besorgen irgendwo. Das ist mit der Schleuder dann doch ein bisschen einfacher. Wir können hier jetzt hochklettern, da der Weg jetzt für uns frei ist. Hier oben haben wir erstmal nichts weiter, außer einen weiteren Weg. Da wartet, ich weiß, dass hier noch eine Pflanze auf uns wartet, die wir einfach bomben werden. Hast du sie gefressen? Ja, lass dir schmecken. Hier räumen wir auch nochmal auf. Hier ist auch nichts weiter. Und wie wir schon sehen, da kommen wir wahrscheinlich nur sehr schwerlich rüber. Allerdings ist da unten auch wieder eine Seerose, die wir natürlich umdrehen können. Und die uns auch einen weiteren Weg durch den Dungeon eröffnen wird. Schauen wir nochmal darüber. Komme ich da? Ja, nee. Ach, okay, gut. Ich muss ich muss wohl einen etwas größeren Umweg schwimmen. So. Aua, das tut doch weh. So, jetzt hier nach unten. Ach. So. Okay, nehmen wir mit. Hier können wir ganz einfach durchschwimmen und uns an diesen Gesellen hier hoffentlich vorbeimogeln oder auch nicht. Lassen wir uns halt in die Luft jagen, auch kein Problem. So, ui, das wollte ich eigentlich nicht, aber es hat erstaunlich gut funktioniert. So, hier können wir wieder nach oben und können uns hier weiter bewegen. Du kannst mir überhaupt nichts. Hier noch was? Ein paar Dekokerne vielleicht? So, der eine oder andere? Nee? Ah, dann halt nicht. Falsches Item. Hier haben wir natürlich wieder so ein Ventil, das wir öffnen wollen. Und damit aktiviert sich in der Mitte zwischen den zwei Pfeilern dieser Geysir. Und damit sehen wir auch schon, wie wir da auf die andere Plattform drauf kommen. Das heißt, wir wollen jetzt nochmal den ganzen Weg zurückschwimmen. Beziehungsweise müssen den ganzen Weg zurückschwimmen, ansonsten geht es nicht weiter. Das wäre ja auch blöde. Springen hier nochmal aus dem Wasser, da nochmal nach oben. Und wunderbar. Die Peitsche halte ich schon mal bereit, denn die Seerose ist natürlich auf der falschen Seite jetzt, dadurch, dass wir sie eben umgedreht haben. Das können wir allerdings ganz einfach beheben. So. Damit kommen wir noch weiter nach oben durch den Raum. Ich hoffe immer noch auf ein paar Dekokerne oder sowas. Aber offensichtlich wird mir das nicht vergönnt. Na, dafür ein bisschen Geld. Soll auch nicht schaden. Egal, aktivieren wir den Schalter. Und damit kommen wir wieder zurück in den Zentralraum. Dort haben wir auch einen neuen Gegner. Diese feuerspeienden Vögel, kann man sagen, die kann man ganz einfach ausschalten, indem man wartet, bis sie ihren Schweif ausklappen, sozusagen. Und dann ziehen wir sie mit der Peitsche ran und exekutieren sie. Oh, ach, ich dachte gerade, das wäre ein blauer Rubin gewesen, war aber tatsächlich nur ein grüner Rubin. Egal.
Wir klettern hier an den Ranken nach unten. Und hier ein bisschen nach drüben. Du kannst mir jetzt gerade gar nichts, wenn ich mich nicht allzu blöde anstelle. So, sehr gut. Hier haben wir noch eine Kiste mit 20 Rubinen. Die nehmen wir auch gerne mit. Nach diesem Dungeon habe ich zumindest wieder ein bisschen Geld. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Allerdings dauert es noch ein bisschen, bis ich mir die nächste Abenteuertasche leisten kann, denn die kostet immer noch 1200. Na, aber da komme ich auch schon noch ran. Vielleicht werde ich doch ab und an noch mein so verhasstes Roulette angehen. Mal gucken. Schlimm, schlimm. So, hier wollen wir uns auch nochmal. Ups, dich hätte ich fast vergessen, aber gar kein Problem. Du kannst uns gar nichts. Und wir sind hier auf der nächsten Plattform. Wenn wir uns das jetzt betrachten, hier oben war vorher der Wasserfall, das heißt, wir sind jetzt eine ganze Ebene über dem Punkt, an dem wir vorhin waren, wo wir quasi unten durch den Fischkopf geschwommen sind. Diesen Schalter hier können wir aktivieren, um uns jederzeit einen Weg hier wieder nach oben freizuschalten, mithilfe dieses Geysirs, falls wir aus irgendwelchen Gründen runterfallen sollten. Und mit diesem Hebel hier können wir was total Interessantes machen, wenn ich ihn denn richtig erwischen kann. Damit können wir nämlich die Steinstatue in der Mitte versenken. Und wir sehen schon, das ist der Ort, an dem die Kiste versteckt war. Dort führt jetzt die untere Tür hin. Was sehr, sehr interessant ist. Das heißt, wir haben die zentrale Plattform einfach mal eine komplette Etage nach unten verschoben, um uns einen Weg eben nach unten frei zu machen. Natürlich haben wir jetzt die Problematik, dass so auf unserer schönen weißen Schlüsselkiste jetzt eine riesige Statue draufsteht. Allerdings können wir auch diesen Missstand natürlich noch beheben. Alles andere wäre natürlich kompletter Blödsinn. Das werden wir auch gleich mal tun. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier durch und werden uns nochmal komplett nach unten fallen lassen. Wir sind jetzt quasi auf der zweiten Ebene. Da oben würde dann die Bosstür jetzt auf uns warten, dadurch, dass sich das Ganze jetzt um eine Ebene verschoben hat. Und hier auf dieser Ebene haben wir vorhin den Stalforce umgehauen. Jetzt können wir hier raus und kommen sofort im Keller dieses schönen Gewölbes raus. Und hier möchte ich tatsächlich meinen heiligen Schild auspacken, denn es gibt hier eine kleine Besonderheit. Wir haben hier nämlich ein paar neue Gegner. Zombie-Goblins, was auch immer. Und die haben erstaunlicherweise Angst vor unserem heiligen Schild. Die können wir damit so ein bisschen in die Schranken weisen, sodass sie uns nicht angreifen, solange wir sie anschauen. Ist eine ganz interessante kleine Geschichte, aber jetzt nichts wirklich Wichtiges, sagen wir es mal so. Zu diesen Zombies sei zu sagen, dass die einen Haufen Schläge aushalten und außerdem Schattenkristalle fallen lassen können, wie wir gerade sehen. Das Bild ist übrigens gerade göttlich im Hintergrund. Finde ich echt super, wie er gerade so wegfliegt. Das heißt, am besten, wir exekutieren sie einfach. Dann müssen wir nicht 2000 Mal auf sie draufschlagen. Die halten wirklich ansonsten verdammt viel aus. So, du... Huch, dich wollte ich eigentlich anvisieren, aber irgendwie wollte gerade das Spiel nicht, dass ich dich anvisiere. Kein Problem, dann übernehme ich einfach... Nein, lass mich los. Oh, er liegt am Boden. Wunderbar. Einen haben wir noch. Und jo, der fällt ins giftige Wasser. Da sollten wir natürlich entsprechend nicht reinfallen. Ich lege den Schild wieder ab, denn das war wirklich nur zu Demonstrationszwecken, damit man das mal gesehen hat. Weil es ein nettes kleines Detail ist, sag ich mal. Und hier haben wir noch zwei von den Gesellen. Die sind schnell aus dem Weg geräumt. So, und du auch nochmal. Der Ort hier ist wirklich sehr schön, um an Schattenkristalle ranzukommen. Natürlich hilft es, wenn man eine entsprechende Medaille dabei hat, damit man öfter an Schätze rankommt. Allerdings brauche ich jetzt auch nicht allzu viele von diesen Dingern. Da haben wir ein paar Feuerfledermäuse, die haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Die räume ich einfach mal zur Seite. So, das war das. Und zack und zack. Und hier haben wir eine Wand, die wir nochmal aktivieren können. Das möchte ich auch tun, denn ich will noch mehr Geld. Da ich im Moment keinen Bedarf an Bombenherzen oder Feen habe, werde ich einfach weiter Rubine zeichnen. Ja, ich bin mal gespannt, ob er das noch als Rubin erkennt. Ja, Tatsache, ist ja wunderbar. Uiuiuiui. Zeichnen mit Motion Plus, echt super.
Hier sehen wir eine einzelne einsame Bombe und einen giftigen Wasserfall und eine Steinplatte, die sagt, trifft die in den Augen verborgenen Juwelen. Der Mund schließt sich, der Fluss wird gestoppt. Das ist natürlich wieder ein Hinweis auf ein kleines Rätsel. Für dieses Rätsel brauchen wir unseren Käfer. Und mit Hilfe dieses Käfers können wir uns ungefähr hier positionieren, können ihn abfeuern und können in die Augen dieses was auch immer reinfliegen. Das Ganze hat mich immer so minimal an das Rätsel aus Dodongos Höhle erinnert, aus Ocarina of Time, wo man ja auch die Augen sprengen musste. Fand ich einen ganz netten Touch. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich wirklich daran orientiert haben, aber ja, ich fand's ganz interessant. Sagen wir es mal so. Und jetzt können wir, da der Wasserfluss hier gestoppt ist, auch wieder mit unserem Beetle, der wirklich verdammt oft in diesem Spiel verwendet wird, muss man echt mal sagen, diese Bombe hier aufsammeln und können uns hier rechts den Weg freiräumen, denn hier geht's weiter. Allerdings hätte uns dieser Felsen natürlich entsprechend ein bisschen den Weg versperrt. Das wollen wir natürlich vermeiden. Jetzt, da der Weg frei ist, können wir uns wieder zurückmachen, können hier über die Seerosen springen, müssen nochmal unsere Peitsche auspacken, sehe ich gerade, denn da haben wir noch eine Seerose, die wir umdrehen möchten. Und das war super. Ach. Damit bin ich jetzt verflucht. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Achso, stimmt, ich kann keine Waffen mehr benutzen. Sobald ich verflucht bin, darf ich keine Waffen mehr benutzen. Was ziemlich uncool ist, aber jetzt hat man es mal gesehen. Wir schwingen uns hier heroisch rüber. Ja, das hat schon mal wundervoll funktioniert. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen sinnvoller platzieren, bevor ich sowas angehe. So, das probieren wir nochmal. Mit der Peitsche am besten, nicht mit dem Schwert. Und dann funktioniert das auch. Hier können wir uns wieder an so einen Pfeiler hängen. Da springen wir diesmal ganz nach oben, damit wir an den nächsten Pfeiler rankommen, mit dem wir diese Plattform auslassen, denn die ist wieder nur zum Ausruhen da, falls die Ausdauer ausgehen sollte. Und schwingen uns einfach zur übernächsten Plattform, denn da geht es dann entsprechend weiter. Hier können wir nach oben klettern und sehen da oben schon einen kleinen Hebel, den wir umlegen können. Mit diesem Hebel ändern wir die Richtung, in die sich diese großen Pfeiler hier drehen. Und das ist auch schon eine wesentlich angenehmere Richtung, nämlich weg von den Stacheln, nicht in die Stacheln hinein. Das gefällt mir schon wesentlich besser. Da können wir nochmal drum rumrennen. Hier haben wir nochmal ein paar von den Untoten. Die hauen wir einfach mal weg. Und dich auch noch. So. An sich sind die überhaupt kein Problem, sobald man sie einmal auf dem Boden hat. Nur, wie gesagt, falls man sie nicht finishen möchte, dann muss man sich darauf einstellen, dass die ziemlich viel aushalten. Jetzt lassen wir uns hier hinunter, können nochmal hier nach oben hupfen, denn so kommen wir nochmals zu dem Schalter, bei dem wir eben schon waren, und legen eben diesen nochmal um, damit sich die Richtung der Plattform nochmal umkehrt. Und damit kommen wir jetzt auf die andere Seite dieser Felsspalte. Klettern wir ein bisschen rüber und sind dann auch schon da. Damit haben wir auch diesen Raum hinter uns gelassen. Ein paar von euch, ihr seid kein großes Problem. Okay, ein Herz. Und hier haben wir einen einsamen Faden über einem Haufen Knochen und was kann schon schief gehen? Schauen wir doch mal. Oh mein Gott! Ah, Zombie-Apokalypse! Nach oben! Nein! Ah! Ja. wir müssen hier nach oben klettern und wollen uns möglichst nicht nach unten reißen lassen. Das wäre total uncool. Schneller, Mann! Schneller! Die Zombies! Ah! Nein, lass mich aus. So. Und damit kommen wir dann irgendwann mal oben an. Wunderbar. Und sind wieder im schönen Part des Dungeons. Nicht in der dämonischen Unterwelt. Hier können wir zum einen einen Schalter aktivieren, den wir aktivieren möchten, denn damit kommen wir jederzeit wieder zurück über den Geysir, sobald wir hier irgendwie Mist bauen sollten. Und möchten auch nochmal diesen Schalter aktivieren, denn damit erheben wir die Steinstatue wieder und sie gibt auch den Weg zur Kiste frei, damit wir da auch entsprechend rankommen.
wenn sich die dann entsprechend mal irgendwann erhoben hat. Jetzt, wunderbar, können wir uns auf geradestem Wege erstmal diesen Bernsteinhalbmond schnappen und dann hier wieder uns nach unten fallen lassen. So, wunderprächtig. Jetzt können wir hier weiter, können nochmal diesen Hebel hier aktivieren. Jawohl. Damit ist uns der Weg hier nach oben eröffnet. Ich hole kurz nochmal den Greifkäfer raus, denn wir können hier durch diese Augen entsprechend auch nochmal durchfliegen und können uns hier nochmal insgesamt 10 Rubine schnappen und ein paar Herzen, falls das notwendig ist. So. Die nehme ich gerne an mich. Und jetzt springe ich erstmal hier runter, denn jetzt sind wir wieder in dem Hauptgang, an dem wir vorher rausgekommen sind, kommen jetzt allerdings an diese schöne weiße Kiste ran, die total einsam in dieser komplett großen Kreis steht und bestimmt keine Falle ist oder so. Allerdings befindet sich dann da drin der gesegnete Schlüssel. Sehr schön, und wir werden natürlich von Zombies attackiert und die Statue denkt auf uns runterfallen zu müssen, allerdings habe ich da gar keinen Bock drauf. Deshalb renne ich einfach hier raus und lass die Zombies ein bisschen plattwalzen. Damit ist uns jetzt natürlich der Weg an die Oberfläche wieder gegeben. Das heißt, wir katapultieren uns hier einfach nach oben. Und ich möchte jetzt nochmal kurz auf die Karte schauen, denn das ist tatsächlich ein Dungeon, in dem ich gern mal was vergesse, aber offensichtlich habe ich alle Kisten geöffnet. Das ist sehr schön. Jetzt wollen wir diesen Schalter aktivieren mit dem nächsten Geysir wieder nach oben. So. Mit dieser Tür würden wir einfach nochmal in den zentralen Raum zurückkommen. Das interessiert mich jetzt weniger. Das heißt, wir aktivieren einfach den nächsten Geysir. Und können dort jetzt den Bossschlüssel einsetzen. Sehr, sehr nice. Der ist an sich relativ einfach eingesetzt. Wir drehen den einfach so um. Oh Gott, ich verkrampf mich gerade voll. So. Und damit ist der Schlüssel drinne und öffnet die, ich glaube, das dürfte so ziemlich die erste Zelda-Boss-Tür sein, die an der Decke hängt. Ich kann mich jetzt nicht an einen anderen Teil erinnern, bei dem man mit dem Boss-Schlüssel eine Tür an der Decke geöffnet hat. Hier auf der Tafel steht nochmal, dass man hier den Schlüssel in der Tiefe braucht und Fei sagt uns nochmal, dass wir einen Schlüssel brauchen. Ja, natürlich. So. Wir haben hier oben nochmal 4 Schalter, die wir aktivieren können. Das wollen wir auch sogleich tun. So, und du und du. Wunderbar. Und damit steht uns der Weg zum Boss nun frei. Und ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein für diese Folge. Wir haben unglaublich viel erreicht. Wir haben den Dungeon quasi komplett abgeschlossen. Es fehlt nur noch der Dungeon-Boss und den werden wir uns dann entsprechend in der nächsten Folge nochmal anschauen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.